Hey meine Freunde, habe die Ehre und willkommen zurück zu No Man's Sky Synthesis Update. Nach wie vor ist es irgendwie unnötig, dass ich dazu sage, aber ich mag es halt trotzdem. Habe ich schon so dran gewöhnt. Es sind wieder Missionen zum Rufsteigern. Ich möchte von den meisten steigen. Ich möchte mal wissen, was ich da kriege, wenn ich da wirklich hochkomme. Jetzt habe ich mal was Interessantes. In der Industriegeheimnisse stehlen und dann soll ich Wächter töten. Dann gehen wir mal auf Wächterjagd. Bin schon gespannt, wie das endet. Das passt nämlich gut zusammen. Wenn ich das überfallen, müssten ja da theoretisch irgendwo auch Wächter rumhängen dann. Wo jetzt die Frage ist, mit was fange ich zuerst an? Knall ich mich zuerst da rein? Ich sollte mal kurz hochziehen. Mein Schiffsinventar mal kurz ein bisschen ausräumen. Radon habe ich noch nie gehabt. Cool. Da, Platz, ja. Schiffsinventar, machen wir uns wieder auf die schnellere Variante. Schon mal gut aus, so. Zählt das jetzt schon fürs Wächter eliminieren, wenn ich den da ein bisschen anschieße, so? Tuck, tuck. Wächterlein! Wuhu! Wächter? Wenn er mehr da? Ist echt der einzige Narbe? Gibt's ja normal nicht, oder? Ja, das ist der einzige gewesen sein, oder? Die Frage am Rande, hat der zählt? Das ist wieder ein Scheißdreck. Machen wir mal das. Wächter gefunden. Machen wir mal. Erzählt hat. Ich sollte mal am Blitzwerfer bleiben. Ja, ich gehe mal kurz da rein. Ich finde sicher nachher noch einen Wächter. Ich schau mir das nur kurz mal an. Und 1000 Units, das ist aber irgendwie nicht viel. Der Mister. Warum mache ich das eigentlich? Gute Frage. So, schau mal, was der von sich gibt. Der hat dafür letztens schon mal einen lieben Mark. Was Lustiges mit mir geredet über die Anomalie. Hallo Welt! Der Atlas versucht, Zeuge zu vorstellen, Todes zu werden, Simulation eingewirkt, das Kampf der Existenz zu erschaffen und möchte den Vergangenen zu. Hey, das ist das gleiche wie im vorigen Mal. Oh, er muss da bleiben, verstehe er nicht. Okay. Die anderen, sie wollten den Atlas deaktivieren, bevor wir die Lüfte eroberten. Sie sagten, ja, es wäre nutzlos, ihn hier allein sterben zu lassen. Fragen, ob er leben möchte. Fragen den Atlas, ob er leben möchte. Er schweigt wieder. Als ich gerade gehen will, fängt er an zu sprechen, dass seine Stimme rauscht. Er bittet um ein letztes Geschenk. Er möchte leben, wenn er sich an mich erinnern kann. Er bittet um eine Kopie meines Gedächtnisses. Ich frage ihn, warum er mich nicht einfach simuliert. Er antwortet nicht und irgendwie habe ich fast Mitleid mit diesem Ding. Ich tue, warum er mich gebeten hat und lasse mich von ihm scannen. Während wir das tun, ruckelt das Korva. Korva. Ich gehe da. Das ist allein. Okay. Dann bauen wir da mal noch nicht drauf. Schauen wir mal, was das Ding will. Wir fehlen noch immer ein paar Rezepte. Die werden wir sich jetzt holen. Passwort akzeptiert. Sehr gut.
Dateien herunterladen. So viel dazu. Kuckuck. Eigentlich hätte ich mir gedacht, dass ich da jetzt noch ein paar Wächterdrohnen wo finde. Ach du Wächterdrohne! Wuhu! Seid ihr! Hm. Na gut, aber jetzt will ich noch nicht zurückkehren zu dem Ding. Ha, da! Kann man doch sicher Bahn locken. Der 8 braucht wird das schon ein bisschen heavy. Oh, da kannst du in die andere Richtung fliegen. Blödes Teil. Zählt der? Nur in der Nähe meiner. Hallo? Haut rein! Und wie? Bist du fertig? Ja, wo? Ja, ist der Plasmawerfer geil? Wow. Ich weiß nicht, für was der gut ist. Nachdenken, Plasmawerfer immer aufladen. Wow, Kampfläufer ist fies, Kampfläufer ist fies. Ah! Ei, Kampfläufer, wuhu. Das Ding ist das, ich brauche von dem Typ mehr ein Gehirn noch. Wo ist er? Jetzt hin. Eieiei, mein Fehler. Sehr gut. Ich meine, ehrlich, kann man den Kampfläufer übersehen? Nee, oder? Normal nicht. Oh, du Kampfläufer. Huhu. Das ist wieder der Typ da oben. Sag mal, wie schaut denn mein Protokoll da aus? Erledigt. Kreaturen noch nicht. Erledigt. Eigentlich alles erledigt, außer die Kreaturen. Na gut. Ah. Ging ja leichter als erwartet. Aber ich hätte gern gegen den Kampfläufer gekämpft. Ich brauche nämlich das Gehirn von dem Typen sowieso mal.
Aber ohne irgendeiner Drohne, die mich da aufspüren kann. Ah, hallo. Das hätte ich vorher braucht. Wir sind denn da ein paar auf dem Fleck. Kreaturen erlegen. Immer noch nicht fertig, sehr gut. Elf, vier noch. Hallo Freunde. Eigentlich mag ich euch ja. Aber die Typen wollen das von mir. Die zwingen mich. Gedankenkontrolle. Zählt das? Ich meine, der hat dann einmal Zeit gehabt, jetzt irgendwie eine Meldung an seine Freunde zu schicken, oder? Theoretisch. Ja, ich muss zurück. Zwei Viecher noch, dann kann ich mich ganz zurückverziehen. Dann gehen wir mal kurz in den Nexus rein. Ich möchte was nachschauen. Da waren so viele Tiere vorher. Toll. Ich hab die ja nicht alle ausgerottet. Was soll denn das? Das gerade kommen, wie ich gegangen bin. Spawn und so. Ja, richtig. Spawn habe ich gern. Das gibt's doch nicht. Man kommt ja wirklich nie an nichts da vorbei. Ach, Menno. Zwei Tierchen, vorher sind sie auch ständig gespawnt.
So, war das jetzt das letzte oder das vorletzte? Das letzte! Abmarsch! Das ist nicht wirklich schwierig gewesen, die ganzen Aufträge da, aber ja. Tja. Cool. Ja. Jetzt ist keine Zeit dafür. Hol immer beim nächsten Mal das Hirn. Na, das ging ja gar nicht so mies. Solange wir nicht die Station damit reinfahren. So, sehr gut. Ein paar Missionen fertig. Jetzt haben wir sich mal kurz in unser Nexus-Ding da rein. Ich möchte eigentlich mal wissen, da kann man ja so Essenssachen herstellen. Ich möchte mal das mit Essen dann versuchen. Gib mir was einreichen. Natürlich. Fettes Tablet. Voll fett. Keine Ahnung, was mit den Entdecker-Gilden da direkt bringt jetzt, aber... Schaut gut aus. Hast du wieder Missionen, mein Freund? Oho. Drei. Punkte gibt es dafür. Rallien-Scan ist es nicht das Problem. Es ist halt leider immer das gleiche da. Kreaturen eliminieren sind halt oft doppelt und dreifach. Das würde mich jetzt nur interessieren, wenn ich jetzt auf dem anderen rüber switch. Geh mal noch East Breath, wo ich so gerne rumhänge. Sechs Ereignissystem. Parasitenomelette. Hast du was für mich? Foto einer Landkreatur, das sollte eigentlich funktionieren. Drache. Welche Kreaturen? 10 Kreaturen. Und 3 Wächter. Das wird die Wächter lassen wir jetzt, glaube ich. Oder? Nehmen wir es? Ja, nehmen wir es. Ist ja gut. So. Und wieder zurück nach neuem Zuhause. Dahin. Und wir gehen jagen.
Versuch es zumindest. Also theoretisch habe ich jetzt ja. Oh. Ah, oh ja. Depots plündern, das ist gut. Das nehmen wir. Finde und zerstöre ein Depot. Na? Nix, Achtung. Scheiße. Man dachte, kriegt er jetzt die Koordinaten für das Zeug auf der. Wahrscheinlich muss ich da die andere Welt dafür. F zum Mineralien scannen. Hohe Wächteraktivität, dann müsste es mit den vier Wächtern auch funktionieren. Meine Flotte ist auch brav auf Expedition, sehe ich gerade. Irgendwelche Mineralien scannen wäre da jetzt nicht das Problem, aber ein paar Tierchen. Hallo? Tierchen? Dann landen wir doch mal. Oft spawnen sie wirklich erst, wenn man schon da ist. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ein Wächter. Bis die Verstärkung eintritt, kann ich ja schön mal das Protokoll wechseln. Das Ding wechseln. Ah, hier. Nummer 2, 3, 4, eigentlich nur mal einer. Haha, Idioten. So. Kreaturen. Pflanzen scannen. Wächter zerstören haben wir. Kreaturen, Mineralien scannen haben wir. Depot plündern. Dann mal kurz abhauen. Pflanzen kann ich da drüben auch scannen. Das ist halt kacke, nur das mit dem Depot wird jetzt wahrscheinlich nicht hinhauen. Wieder zu Eastbreath, zu der Station rüber. Schaut gut aus da.
Naja, ich tue da nichts. Pflanze. Einmal. Zweimal. Schon. Summender Beutel. Und Sonnenrebe. Okay, hier sind noch Pflanzen hier. Im Notfall auf einem anderen Planeten, ne? Sehr gut, viermal. Fünfmal. Der Patak jetzt dahin. Was fehlt uns denn jetzt überhaupt noch da? Ja, hübsche Pflanze. Kreaturen. Kreaturen fotografieren. Kreatur, Kreatur. Ist fertig, ist fertig. Kreaturen, Kreaturen. Ist fertig. Depot plündern, aber das funkt nicht. Funkt das hinten rund nicht. Das habe ich doch schon mal hingekriegt, ja. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Du kannst wieder gehen, Drohne. Ich mach nichts. Sieben oder was ist das jetzt? Sieben? Acht. 9, 10, toll. Haben sie jetzt alle verzogen, sind scheiße. Da fehlt aber noch einer. Glaube ich jetzt halt. Schauen wir mal. Was sagt das Teil da wieder? Zurückkehren, 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 zurückkehren. Zurückkehren, zurückkehren, zurückkehren. Ja. Zweck heiligt die Mittel. Bitte, das haut ja hin! Das ist nur deppert, weil ich das mit Depot jetzt irgendwie nicht in der Galaxie habe, glaube ich. Zeigt er mir jetzt wieder nicht an, weil ich das andere aktiv habe wahrscheinlich.
jetzt gehen wir das mal ab alles. Schauen wir mal, ob man die anderen da auch ab. Theoretisch kann ich da, wenn es geht, dass ich alle abgebe, dann kann ich ja auch die von den Korvax da abgeben. Das sehe ich aber gleich. Und dann müssten ja da mehr zum Zurückgeben sein als nur ein paar. Ja, ich kann alle abgeben. Sehr geil. Weißt du, bei sowas wünsche ich mir einen Alles-Abgeben-Knopf. Das wäre schon cool. Alles mit Kreaturen eliminieren müsstest du wirklich von zig Stationen zusammensammeln. Das werde ich jetzt machen dann. 27 Stationen anspringen und dann immer das mit Kreaturen killen mitnehmen. Wie schön, jetzt kriege ich das gar nicht, oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Ist das weg? Ne, das gibt's nicht. Also das kann eigentlich so nicht sein. Fuck. Was ist denn mal mein Raumschiff so? Das ist doch lästig. Jetzt habe ich aber wesentlich mehr gekriegt. Das war von den anderen das auch. Nee, sie kommen. Habe ich hier wieder bekommen. Das ist schön. Gut zu wissen. Weil manchmal kannst du das ja gar nicht vorhersehen, ob es voll ist oder nicht. Kreaturfoto und planetares Depot zerstören. Das ist wahrscheinlich das Problem, weil ich die Koordinaten fürs Depot direkt krieg, wenn ich die Mission annehme. Oh mein Gott, so East Breath. Stell ich daneben. Das Depot überfallen. Das wird schon geil. Jetzt muss man schon ein bisschen mehr kämpfen da, vor allem bei den Wächterkillen funktioniert. Ich meine, es ist jetzt da weit entfernt von anspruchsvoll, aber. Okay. Okay, es ist sehr, sehr weit entfernt von anspruchsvoll. Aber okay. Soll so sein. Die läuft. Mineralien-Scan. Piratenjagd. Das nehmen wir noch an. Abmarsch. So. Sagt die, wie immer, da zweckheiligt die Mittel. Hey. Da ist. Jetzt hat's hingehört. Na, wo bist du? Ui, ui, da gibt's Fregatten. Ja, eine Fregatten mal verkaufen und S-Klasse Fregatten besorgen. Eine habe ich gekriegt heute. So, fallen wir nochmal noch Foto und dann zack, Part Ende. Over and out. Kann ich wieder nicht hingescheit, wenn ich das so dahin tucke. Tuckert man mal langsam weg, dass ich es wieder hinten über die habe, die Markierung. Kann ich nicht runterschauen. Ah, deswegen. Ja.
Ja, das ist jetzt ärgerlich, aber gut. Cooler Planet, aber. Der gefällt mir, ich mag so Eiswelten. Da hätte ich mir eine Base bauen sollen. Man spricht doch nichts dagegen, dass ich hier noch eine baue. Bist du deppert? Wälder und Wälder und Wälder. Geil, wirklich. 2, 1, Sense. Hallo Planet. Hey, bleib mal da. Erledigt. Danke dir. Du hast mir sehr geholfen. Aua. Hat er Range. Was bist du? Ach Gott, na. Jetzt ist wirklich alles voll. Jetzt ist wie der hat gesagt, der Zense. Okay. Ich muss zu meinem Frachter retour. Ich kann da wirklich nicht zurück. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Den Keks kann ich essen. Was waren meine anderen Missionen noch? Ich glaube, das habe ich jetzt so ziemlich erledigt alles. Keine Sorge, es kommt nicht noch ein Part, wo wir nur hier rumhängen. Mineralien scannen. Wo wir auf Planeten rumhängen, kommt nicht nur mehr sowas jetzt. Das ist eh klar. Aber ich wollte ein bisschen die Mission eben machen. Mein Problem ist, wenn ich das jetzt stundenlang, tagelang spiele und sage, ich nehme das nicht auf, teilweise wenigstens, dann habe ich einfach, dann kommen die Parts halt viel mehr versetzt. Und das wollte ich halt vermeiden. Jetzt haben wir gedacht, da gibt es halt auch ein paar Farmparts für Missionen. Vielleicht lernt man ja doch noch was draus. Ich lerne immer wieder draus, muss ich zugeben. 5. So, alles erledigt. Zwei kann ich die Mittelding, bam und Abflug. Fliege ich jetzt zum Frachter oder zu dem anderen Ding? Zu dem anderen Ding. Eigentlich wäre zum Frachter hin jetzt ja gar nicht mal so blöd am Anfang, weil ich habe wirklich keinen Inventarsplatz. Ich muss das alles ausräumen, kann das nicht immer mitschleppen. Ich habe so viele Spezialsachen, von denen ich weiß, dass ich sie irgendwann wahrscheinlich mal brauchen werde. Aber um ehrlich zu sein, jetzt keinen Plan habe, für was ich die brauchen werde und wann. Das heißt, wir werden es auf keinen Fall wegschmeißen, das nicht. Aber wir werden es in unser Lager da umlegen, mal schnell. Nicht wirklich irgendwelche Sachen da, die brauchbar sind. Nee, ich habe nicht so viel von den Pflanzen. Ernsthaft, ich weiß schon natürlich nicht mehr, wo ich das alles hinfunken soll.
was einen dazulegen? Nö. Und die gängigen Sachen probieren. Das geht. Das nicht, nicht, nicht. Ja, ich weiß eh. Ja, ich hab schon. Danke für den Hinweis. Okay. Das ist blöd. Gehen wir zu einem Lehrerinnenbehälter. Das schaut schon besser aus. Mal haben wir das alles weg, was wir da nicht brauchen, weil eh übervoll bis zum geht nicht mehr. Nerv nicht. Ah! Ich habe mir gedacht, ich bringe das niemals voll, weil das einfach so breit, fett, groß jetzt ist seit Synthesis. Update, aber langsam muss ich sagen, das es füllt sich langsam an. Es geht ja nicht weg von da. Auch nur zerlegen. So, was habe ich noch in meinem Exo-Anzug? Exo-Anzug, was können wir da noch weglegen? Eiweißperle, Sturmkristall, Herz der Sonne muss ich eigentlich auch nicht mit mir rumtragen. So ich das bis jetzt getan habe, ist mir ein Rätsel. Das ist okay. So. Nicht. Ja nicht. Ja nicht. Ja nicht. Ja, das schaut jetzt eigentlich gut aus. So, können wir dann noch ablenken? Ja, da geht noch was rein. So, weg mit allem, was keine Miete zahlt und nicht gebraucht wird. Das ist einmal jetzt zumindest nicht gebraucht. Irgendwann wahrscheinlich schon. Ja. So. Abgeben. Part Ende. Nächster Part. Puh, lass mich mal nachdenken. Was machen wir denn? Ich werde ein paar Fregatten besorgen. Schauen, dass ich mehr S-Klasse kriege. So viele kaufen, bis alle Slots voll sind. Wenn ich die Kohle habe dafür. Und dann nacheinander die ersetzen, die nicht S-Klasse oder so sind. Von der Art und Art her ist, glaube ich, ziemlich blunzen, welche man nimmt. Stimmt schon, dass die unterschiedliche Sachen können, aber... Bei Missionen, die 27 Stunden dauern, wie die andere vorher da gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, um zu testen, ob das wie viel Unterschied das wirklich macht, müsste ich ja die gleiche Mission zweimal machen. Und zweimal 27 Stunden, pui. Ist dann doch schon etwas heftig. Hey ho, Captain Jack! Na 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 na. Hey ho, Captain Jack! Hallo! Nein! Nein! Geh weg! Ein Fehler. So kurz. Wir geben die ab. We can.
Korvax. Entdeckergilde, von der ich eigentlich nicht weiß, was ich mit der zu tun habe. Ich bin dir sicher schon begegnet und hab's wieder mal verpeilt in meiner Angst. Oder noch nicht. Eigentlich kriegt man für die hohen Dinge, wenn man wirklich hoch ist, der ja auch nicht wirklich. Naja. Aha. Das wäre sogar easy going jetzt, aber das lassen wir. Gut! Das war's. Die Bank dankt. Die Firma dankt. Alle danken. Schaut's wieder rein. Nächster Part. Lasst mich mal nachdenken. Könnten ein paar Fregatten suchen. Wird aber noch ein Mischlingspart, das meiste jetzt. Könnten Fregatten suchen. Nebenbei vielleicht ein paar Missionen machen. Planetare Karten. Schauen wir mal. Wir finden was. Gut, danke fürs Zusehen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, was ich als nächstes machen soll, wenn ich was vergessen habe, irgendwas Essentielles noch nicht gemacht habe, ich bin ja gern verpeilt, das wisst ihr. Bitte in die Kommentare damit. Und ich werde mich dem annehmen. Bis zum nächsten Mal. Schaut's wieder ein, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ciao!